Sag mal, du trinkst jetzt Wasser, ne? Kokosnusswasser trinke ich gerade. Wie ist denn das, wenn man Wasser trinkt? Also ich meine jetzt als Mensch der Kunst und Kultur. Wasser ist das Wasser des Lebens, sagt mein Vater immer. Ja, trinkt das also Wasser? Man muss das Wasser ganz langsam trinken und sich bei jedem Schluck mach mal. Reiner fühlen. Okay. Du magst naturelle Dinge, ne? Du bist so ein Naturmensch, ne? Oder? Ich wär's gerne, sagen wir mal so. Du wärst es gerne? Es ist schwer manchmal, Naturmensch zu sein in einer großen Stadt. Und wenn man viele Sachen transportieren muss. Ja, aber ich meine, ihr arbeitet ja schon sehr ökonomisch. Aber wir versuchen alles ziemlich klein und minimal zu halten, damit wir schnell an dem und dem Punkt sein können. Auch mit dem Flugzeug und so. Was ist dein Lieblingsmusikinstrument von all denen, die du da benutzt? Ist es die Violine? Kann ich gar nicht sagen, weil das ist alles, das ergibt alles ein Ganzes und alles ist gleich wichtig. Okay. Also, ich kann es echt nicht sagen. Das, was ich gerade in dem Moment spiele, in der Sekunde. Okay. Oder das, was ich gerade höre, die Drums zum Beispiel, können es auch sein. Alles klar. Und wie, wo kommt der Soul her? Es kam ja, Anfang 90er kam ja eine Menge Mist auf. Ja. Und unsere Eltern bekamen es dann mit der Angst zu tun und haben ganz, ganz viel gute Musik in uns. Okay. Investiert. Ja, injiziert. Beziehungsweise mit der Muttermilch gegeben. Genau, ne? Auch schon, ja. Cool. Genau, meine erste Platte war Stevie Wonder, Woman in Red. Nein. Ja, die Single. Soundtrack. Die Single, ja, der Soundtrack für cool. Woman in Red. Und mit I Just Called drauf und so weiter. Aber da war ich auch noch sehr klein und meine Mutter hat das über die Grenze geschmuggelt. Und und das war meine erste Platte und die habe ich echt geliebt. Okay. Dann kam alles zueinander, Ray Charles. Später dann Lauryn Hill, Fugees sowieso, Erykah Badu, aber auch ganz viel Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Eric Burdon. Alles klar, ja, das reicht alles, in deiner Mucke. Ein Kram. Geil, shit. Da kommt mein Bruder. Alter. Das Fahrrad war plötzlich weg von Dina. Fahrrad ist plötzlich weg gewesen. Und dann habe ich die Gang gefunden. Die Flux EM. Neusi-Tür. Tja, die musikalische Gäste von unserem Partner Noisy Rooms aus der Warschauer Straße 70A zum ersten Mal heute. Und zwar Tanga Elektra, mit dem werden wir gleich sprechen über ihre Musik, über ihre Beziehung zum Fußball natürlich. Das darf nicht fehlen. Und sie werden auch ein bisschen live spielen, aber erstmal hören wir uns einen Song von ihnen an. Sitting in my room, Tanga Elektra. Ja, ist gut. Das Gute ist aber auch, dass da noch eine Summenkompression draufkommt vom Radio. Ja. Dann wird es wird schon klingen. Ja, ja. Okay. So, warte mal kurz. Wo ist denn mein Bogen da? Schlagzeug klingt super, finde ich. Echt? Bei dem Song finde ich es auch echt cool. Wie heißt der Song nochmal bitte? Wie heißt das Song nochmal bitte? Der heißt Sitting in My Room. Bei uns im Studio bei der runden Stunde Spezial Tanga Elektra zu Gast. Die sitzen ja schon mit ihren beiden Violinen. Sind das übrigens Violinen? Ja. Ja, es sind Violinen. Gut, da habe ich aufgepasst im Musikunterricht. Die Bratsche ist etwas größer. Ihr kommt von den Noisy Rooms. Erzählt uns ein bisschen was. Wie probt ihr da? Wie oft probt ihr? Warum macht ihr Musik? Warum wir Musik machen? Wir machen Musik, weil wir gar nicht anders können. Eigentlich und weil wir gar nichts anderes können. Oh ja, ein Buchstabe macht manchmal viel aus und manchmal auch gar nichts. Das ist genau das Problem von WM Studio Mitte auch. Also es geht uns genauso, wir verstehen euch. Eure Namen haben wir noch gleich gesagt. David und Elias. Genau, also das Alte Testament ist hier vor Ort. Was macht ihr für Musik? Entschuldigt, liebe Kollegen, muss den Kollegen Klug mal kurz unterbrechen. Ja. Über Musik reden ist wie zu Architektur tanzen, eigentlich im Grunde fast unmöglich. Ihr wohnt jetzt in Berlin und ihr habt richtig Musik auch studiert und alles. Ich hab's gehört, in Arnheim, also richtig auch anerkannt Hochschulen und pipapo und habt euch jetzt hier zusammengerauft. Wo seid ihr gerade am Start? Wo seid ihr unterwegs gerade? Eigentlich überall. Wir sind überall unterwegs. Wir haben viele Anfragen für Festivals. Wir sind auf der Fusion zweimal vertreten. Oh, ich glaube, das darf man gar nicht sagen hier. Also es ist noch nicht ganz sicher. Ich sage jetzt einfach mal, Fusion kennt doch gar keiner. Ja, kennt keiner. Ne? Keine Presse. Das kennt auch keiner. Das Wohlen, oder? Gibt gar keine Presse. Vielleicht für alle, die es nicht... Die Fusion ist so ein bisschen die Euro der Musikszene, würde ich mal sagen, oder?
Da ja? Alles dabei, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und wir sind da ganz froh, dass wir da vielleicht dabei sind. Mhm. Und ja, wir sind auf jeden Fall, nochmal zu Polen bleibt nochmal was zu sagen, wir sind auf dem Baskerbass Straßenfestival. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Live-Musik für euch. Wir rücken jetzt mal hier ganz, wirklich ganz flexibel die Mikros zu euren Geigen. Also wie gesagt, David und Elias von Tanga Elektra jetzt mit ihren beiden Violinen bei uns live im Studio bei Flux FM in der runden Stunde Spezial. Seid ihr bereit, Jungs? Jo. Alles klar, dann geht's los. Sagt am besten euren Song selber an. Ja, das ist ein kleiner, lustiger Song über die erste Liebe auf den ersten Blick und wenn sowas, also für die Leute, die sowas kennen oder die sowas schon mal erlebt haben oder auch nicht, so, ja, haben wir so ein bisschen was verarbeitet. Es sind zwei Geigen, was ihr hier hört, zwei akustische Geigen, das war's, und zwei Stimmen. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Flux FM, Tanga Elektra. Through. You're meant for me and I'm for you. Sing da 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 da.